So Leute, da sind wir beim nächsten Video und wir öffnen heute Innistrad Midnight Hunt Commander Deck Undead Unleashed. Ja, das blau-schwarze Commander Deck von Innistrad. Gucken wir mal, hier ist auch wieder dieser Aufreiß-Ding drin. Ich weiß, die sind jetzt schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber ich bin vorher nicht günstig dran gekommen. Dementsprechend kommen die jetzt ein bisschen später. Ihr könnt mir ja trotzdem jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Produkt euch gekauft habt und ob ihr wisst, wie man das spielt und ob das cool ist oder nicht. Bitte, 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 danke. So, gucken wir uns mal an. Wir haben hier auf jeden Fall diese komischen Punch-Out-Token und hinten diesen nutzlosen. Ja, das hätten sie lieber hier machen sollen. Aber ansonsten ist es ein ganz hübscher Commander. So, wie immer, Commander-Decks, die ich aufmache, mache ich jetzt nicht jede Karte einzeln durch. Dafür sind es einfach zu viele Karten. Ich gehe durch und oh mein Gott, hier mit dem Werwolf. Das ist cool. Und unten mit dem Blau-Schwarz und dem Commander-Symbol, damit man sieht, welches Commander-Deck das ist. Auch das sehr, sehr cool. Ich mag die Teile. Ich finde die Teile wirklich cool. Dann haben wir hier eine Anleitung, ein Bild. Ein Bild von Wilhelt the Rootcleave. Okay. Und okay, playing the deck und Commander Rules. Schön erklärt, bestimmt. Und dann haben wir, okay, diesmal haben wir jetzt den Commander, ist das? Ja, das ist diese komische Chipkarte, aber die ist nicht. Ist die Cold Foil, so Edged Foil oder wie auch immer dieses, ja, wie man dieses andere Foil nennt. Ja, es ist so. Gucken wir uns mal das an und die Tokens dabei. Rup. Müll. Geh von der Hand weg. Dankeschön. Sollen wir mal einfach erstmal Wilhelt the Rootcleave. Ich probiere mal, ob man, ja, da sieht man, es so ein bisschen voll. Und es ist diese Hard-Plastik-Variante, die man mittlerweile auch, finde ich, ganz gut sieht, dass es Hartplastik ist. Mir wurde aber gesagt, es ist kein richtiges Plastik. Da ist Pappe drin und es ist außen einfach nur ganz hart beschichtetes Plastik drum. Dementsprechend innen drin ist anscheinend Pappe. Ja, das ist unser Commander, der Wilhelt. 4 Mana 3-3. Immer wenn ein Zombie stirbt, der nicht Decayed hatte, kreieren wir einen 2-2 Zombie mit Decay. Das kann ich blocken und wenn er angreift, wird er am Ende des Combats geopfert. Und zu Beginn jeder Endstep kann man einen Zombie opfern. Wenn man das macht, zieht man eine Karte. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist ein ziemlich cooler Commander tatsächlich. Dann haben wir eine Menge Decay-Zombies. Wirklich eine Menge Decay-Zombies. Dann haben wir 2xx-Zombies, 2-2-2, 2-2-2, 2-2-2, 2-2-2-Zombies, ein Zombie-Army und Clue. Okay. Interessant. Lege ich mal beiseite und dann kommen wir zu dem für mich zumindest interessanten Part. Und zwar, wie macht man das auf? Weil ihr wisst ja alle, ich bin super schlecht da drin, die Dinger so aufzumachen. So, wir gucken an, wir haben hier einmal Wilhelt und unserer, oh, du bist hübsch, Illusion Nephalim Sloth. 5 Mana 4-4, immer wenn eine andere Kreatur stirbt, investigaten wir, also kriegen wir einen Clou. Und immer wenn wir einen Token opfern, Zerwell 1. Okay, das ist unser zweiter Commander, den wir spielen können. Interessant, interessant. Beides sehr, sehr interessante Strategien, die man fahren kann. Dann haben wir, oh Gott, so viele Karten mal wieder. Ein Cleaver's Gap. 4 Mana 2-4, 3 Mana tappen. Wir opfern einen anderen Zombie und kriegen 2 Tokens. Oh mein Gott, die eine Kopie dieses Zombies sind. Cool. Das heißt, der Original-Token stirbt. Wir kriegen 2 Kopien und mit Wilhelt als Commander kriegen wir den als kriegen wir noch einen Decade. Wow, das ist stark. Curse of the Unbinding. 7 Mana enchanteten Player und zu Beginn des Saisonsegments zeigt der Gegner die Topkarte seines Decks vor, wenn es eine Kreaturenkarte ist. Ne, bis er eine Kreaturenkarte aufdeckt. Und ihr kriegt die Kreaturenkarte in euer Spiel. Wow. Und der Risk in den Friedhof. Wow, das ist stark. Das ist wirklich stark. Drown in Dreams. Ein blaues, 2 farblose und X. Wir suchen uns eins aus. Wenn man den Commander kontrolliert, kann man beides machen. Ein Spieler mit
Doppelt X-Karten oder wir ziehen X-Karten. Okay, nicht schlecht. Als Instant nicht schlecht. Empty the Laboratory. Zwei blaue Mana und X. Wir opfern X-Zombies und revealen dann Karten von oben vom Deck, bis wir die Anzahl an Zombies, die wir geopfert haben, revealed haben und bringen sie ins Spiel. Der Rest unserer Karten geht um das Deck. Okay, nicht schlecht. Was bist du denn? Horde Wing Scab. Dieses Artwork ist ja mal sowas von verstörend. 5 Mana 3-3 fliegend, andere Zombies haben fliegend. Wow, what? Und immer wenn ein oder mehr Zombies die im Gegner Kampfschaden zufügen, dürft ihr eine Karte ziehen in Anzahl des Schadens, der zugefügt wird. What? Cards equal to the number of opponents. So ist richtig. Eine Anzahl der Gegner. Und dann wirft ihr so viele Karten ab. Das ist cool. Shadow Keen. 4 Mana, 2-2 Flash. Zumindest abgibst, mildt man 3 Karten. Man kann eine Karte, die man gemildet hat, exilen. Und eine Kopie davon werden lassen. Ist nicht schlecht. Crowd Crypt. Oh mein Gott, aber Sinn. 3 Mana Artefakt tappen für schwarz. Immer wenn eine Kreatur stirbt, legen wir dann Corpse-Counter drauf. Für 4 Mana und für 6 Mana tappen, opfern, kreieren wir so viele Zombies wieder Marken drauf sind. Das ist ein starker Mana-Stein für Mono-Schwarz. Curse of the Restless Deed. Ein schwarzes, 2 farblose Verzauberung. Curse, wieder ein Curse. Ich liebe Curses. Und ihr enchantet einen Player. Und immer wenn der Spieler ein Land ins Spielfeld bringt, kreiert ihr einen 2-2 Zombie mit Decay. Cool. Ghouls of the Night Out. Lily! Bestimmt Lily. 5 Mana Sorcery. Für jeden Spieler sucht ihr eine Kreatur aus dem Friedhof aus und legt sie unter eurer Kontrolle ins Spiel. Die sind zusätzlich schwarz, ein Zombie und haben Decayed. Okay, not bad. Gore-Tex the Doomshell. 8 Mana, 4-4. 8 Mana! 4-4. So als zusätzliche Kosten könnt ihr entweder eine beliebige Anzahl an Karten aus eurem Friedhof exilen. Der kostet 2 Mana weniger für jede Karte, die ihr exilt habt. Ist das? What? Das ist doch. Okay, kostet 2 Mana weniger. Und hat Death Touch. Und wenn sie angreift oder stirbt, könnt ihr eine Karte, die ihr random damit exiliert, auf die Hand zurückgeben. Okay. Okay, ihr könnt nur Kreaturenkarten aus dem Friedhof nehmen. Okay. Sehr cool. Prowling Geistcatcher. 4 Mana, 2-4. Immer wenn man eine andere Kreatur opfert, wird sie exiliert und wir legen hier eine +1/+1 drauf. Wenn er das Spielfeld verlässt, werden alle exilierten Karten in den Friedhof gelegt. Okay. Ravenous Rotbelly. 5 Mana, 4-5 und wenn er das Spielfeld kommt, kann man bis zu 3 Zombies opfern und wenn man ein oder mehr Zombies geopfert hat, muss jeder Spieler so viele Kreaturen opfern, jeder Gegner. Boah, das erinnert mich an den marodierenden Fleischsack, oder wie heißt? Tomb Tyrant, das ist auch eine neue Karte alles. 4 Mana, 3-3, andere Zombies kriegen +1/+1. 3 Mana tappen, Opfer eine Kreatur, man bringt eine Zombie-Karte random aus dem Friedhof unter der Kontrolle ins Spiel zurück. At random, okay. Kann man nur machen, wenn man mindestens 3 oder mehr Zombies in einem Friedhof hat. Das ist eine coole Zombie-Karte. Das ist keine neue Karte. Aether Spout. 5 Mana Instant. Man bringt alle angreifenden Kreaturen auf Deck oben oder unter das Deck des Besitzers. Forgotten Creation. 4 Mana 3-3 mit Skulk. Bedeutet, diese Kreatur kann nur von Kreaturen geblockt werden, die gleich viel Stärke oder weniger Stärke hat. Und zu Beginn des Versorgungssegments wirft man alle Karten von Hand ab und zieht so viele Karten neu. Haven Ghoul Runebinder. 4 Mana 2-2, 3 Mana tappen, exilieren wir eine Kreatur aus unserem Friedhof, kriegen einen 2-2 Zombie, wir kriegen so viele +1/+1 Mana drauf wie Zombie-Kreaturen, die wir kontrollieren. Das ist stark. Nee, doch. Nee, man kriegt ein +1/+1 Mana auf jeden Zombie, den man kontrolliert. Das ist noch viel, viel stärker. Hour of Eternity. 3 blaue Mana und Doppel-X. Wir exilen X-Karten aus einem Friedhof und kriegen so eine Kopie von jeder Kreatur, die wir exiliert haben. Und sie ist zusätzlich ein 4-4 Zombie. Ist das dieses Embalm oder wie das hieß? Ich glaube schon. Rooftop Storm. Wow. 6 Mana Enchantment. Zombies kosten 0 Mana, wenn man möchte. Also Zombie-Spells. Uff.
Stitcher Geralf. 5x3, 4, 3x tappen, jeder Spieler mit 3 Karten. Man exilt 2 Karten aus den Friedhöfen, die auf diesen Weise gemillt wurden, und kreiert einen XX-blauen Zombie Wakes, die Total Power auf beiden ist. Das ist stark. Undead Alchemist, da sind richtig gute Zombies drin. 4x4, 2, wenn der einem Gegner Schaden zufügt, mildt man stattdessen so viele Karten. Also der Spieler mildt stattdessen so viele Karten. Und wenn eine Kreatur auf den Friedhof, auf den gegnerischen Friedhof gelegt wird, vom Deck, dann exilen wir die Karte und kriegen 2/2 Zombies. Stark. Army of the Damned. Wow, damn. 8 Mana Sorcery, kriegen 13 2/2 getappte Zombie-Kreaturen-Spielsteine mit Flashback für 10 Mana. Du bist kein Zombie. Butcher of Malakir, 7 Mana, 5/4 fliegend, und wenn der oder eine andere Kreatur stirbt, muss jeder Gegner eine Kreatur opfern. Alter, Cemetery Reaper, 3 Mana, 2/2, andere Kreaturen kriegen +1/+1, 3 Mana tappen und wir exilen eine Karte aus dem Friedhof und kriegen 2/2 Zombie. Der war mal teuer. Dark Salvation, ein schwarzes und Doppel-X. Ein Spieler kreiert so viele X-2/2 Zombie-Spielsteine und ein anderer Spieler kriegt -1/-1 bis zum Ende des Zuges für jeden Zombie, den dieser Spieler, der die Zombies kreiert hat, kontrolliert. Okay. Deathbear, wow. 3x2/2 Skeletons und andere Zombies, die man kontrolliert, kriegen +1/+1 und haben Death Touch. Die sind richtig viele Lords drin. Diagraph Colossus, 3x2/2 kommt mit der +1/+1 Marke für jeden anderen Zombie noch im Friedhof ins Spiel. Und immer wenn ihr einen Zombie-Spell castet, kriegt ihr noch einen 2/2 Zombie oben drauf. Treat Summons. 2 schwarze und X. Jeder Spieler mildt X-Karten und für jede Kreatur, die man gemildert hat, kriegt man 2/2 Zombie. Also man selber, der diesen Zauber spielt. Dreadhorde Invasion. Zu Beginn des Versorgungssegments verliert man ein Leben und macht Amas 1. Das heißt, man legt eine +1/+1 Marke auf einen Zombie-Army. Es sei denn, man hat noch keinen Zombie-Army. Dann kreiert man einen Zombie-Army und legt dann eine +1/+1 Marke drauf. Und immer wenn ein Zombie angreift, der 6 oder mehr Stärke hat, kriegt er Lifelink. Stark. Eater of Hope. Hier sind wieder richtig viele Rares drin. 7 Mana, 6/6 fliegend. Man kann für ein schwarzes eine andere Kreatur opfern, um den zu regenerieren. Oder man kann 3 Mana, 2 Kreaturen opfern, um eine Kreatur zu zerstören. Sehr cool. Gods can be appeased. Demons, however. Endless Ranks of the Dead. 4 Mana Enchantments. Zu Beginn des Saisons kreiert man X-2/2 Zombies, wo X die Hälfte der Zombies ist, die man kontrolliert. Rounded down. Alter, so viele Rares noch. Gravespawn Sovereign, 6 Mana, 3/3. Man tappt 5 Zombies und legt eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück. Wird aus irgendeinem Friedhof und dort die Kontrolle ins Spiel zurück. Der ist alt, oder? Ich meine, das wäre ein Reprint. Der wäre alt. What? What? Liliana Death's Majesty. 5 Mana, 5/5, +1. Wir kreieren einen Zombie-Spielstein und milden 2 Karten. -3, wir bringen eine Kreatur aus dem Friedhof zurück ins Spielfeld und sie wird Zombie und schwarz. Und -7, wir zerstören allen Non-Zombies. Hier ist ein Planeswalker in einem... Ein fucking Planeswalker. In einem Commander-Deck. What? Lilianas Mastery, 5 Mana Enchantment, alle Zombies kriegen +1/+1, wenn sie ins Spiel kommen, kriegen wir 2 Zombies. Das ist stark. Midnight Reaper, der ist cool. 3x3/2, immer wenn Non-Token-Kreatur stirbt, verlieren wir lebenslange Karte. Gut. Open the Graves, 5 Mana Enchantment, immer wenn ein Non-Token-Creature stirbt, kriegen wir einen 2/2 Zombie-Creature-Token. Wow, hiermit hat man echt eine Menge Zombie-Tokens. Overseer of the Damned, 7 Mana, 5/5 fliegend. Wenn er ins Spielfeld kommt, zerstören wir eine Kreatur. Und immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur, die einen Gegner kontrolliert, stirbt, bringen wir einen getappten 2/2 Zombie. Zombie-Apokalypse. 6 Mana, Sorcery, wir bringen alle Zombies aus dem Friedhof zurück, also getappt, und zerstören dann alle Humans. Gieser und Geralf, ein Kollege von mir hat die tatsächlich als Commander gespielt. 4 Mana, 4/4, wenn er ins Spielfeld kommt, mildet man 4 Karten. Und zu Beginn des Versorgungssegments kann man eine Zombie-Karte aus dem Friedhof casten. Also nicht diese Gieser und Geralf, sondern halt die Gieser hat er gespielt. Und Choked Estitude, wenn er ins Spielfeld kommt, kann man eine Insel oder einen Sumpf vorzeigen, sonst kommt es getappt, ein Spiel tappen für ein blaues oder schwarzes. Darkwater Catacombs. Tappen für, also für ein Mana tappen kriegt man blaues und schwarzes. Das ist sehr gut. Ecstatic Oshard, auch nicht schlecht. Man kriegt Mana, was von einem Land, was der Gegner kontrolliert, produziert werden könnte. Sunken Hollows, stark. Kommt getappt ins Spiel, es sei denn, man kontrolliert 2 oder mehr Basic Lands.
Temple of Decide. Bekommt getappt ins Spiel. Scry 1, tappen für blau oder schwarz. Und dann kommen wir zu den Commons. Da gehe ich und dann kam's. Korpsauge. Wie the Swarm. Oh mein Gott, wie the Swarm. Flashback Marauder, von dem habe ich gerade eben geredet. Gut, Float. Hier sind echt Zombie-Lord. Eine Menge gute Zombies drin. Non-Zombie-Lord. Heilige Arcan-Signet. Charcoal Diamond. Sky Diamond. Talisman of Dominance. Das ist also. Ich bin sehr. Unclaimed Territory. What? What? Ich bin sehr begeistert von diesem Commander-Deck. Kein Wunder, dass die den Preis erhöht haben. Uff. Das ist ein cooles Deck. Wenn man Zombies mag, ist das ein cooles Deck. Und ich hoffe, ihr seht das genauso wie ich. Ich bin am Überlegen, ob ich das mal ein bisschen spiele. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Habt ihr gesehen. Ciao, ciao.